Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kölnerinnen und Kölner, liebe Nachbarinnen, mein Name ist Serhan Canoğlu, ich bin seit einer Woche jetzt Sprecher der Linken Köln. Heute ist der 1. Mai, der Tag der Arbeiterinnenklasse. An diesem Tag denken wir an die großen Erfolge der Arbeiterinnenbewegung, die für uns heutzutage als so selbstverständlich gelten. Ohne eine starke Arbeiterinnenbewegung im 19. und 20. Jahrhundert hätten wir keinen 8-Stunden-Tag, wir hätten kein Wahlrecht, keinen wirklichen Sozialstaat, keinen Kündigungsschutz und keine bezahlten Urlaubstage. Deutschland befindet sich aktuell in der stärksten Krise seit 1949. Viele Menschen sind schon arbeitslos geworden, viele Studierende, die ich kannte, haben ihre Arbeit verloren und müssen zum Teil wieder zu ihren Eltern ziehen. Der Staat hat massiv Geld reingesteckt, um die Wirtschaft zu unterstützen. Über 391 Milliarden wurden investiert. Sobald die Corona-Krise einigermaßen ablaufen wird, wird sich die Frage noch stellen, wer zahlt für diese aufgekommenen Schulden? Unsere Antwort lautet, die Reichen sollen zahlen. Wir fordern eine Vermögensabgabe für das reichste 0,7%. Die Zahl der Milliardäre ist im letzten Jahr angestiegen. Ein paar Beispiele hierzu. Das Vermögen der Aldi-Besitzerin Karl Albrecht Junior und Beate Heister stieg von 30 Milliarden auf 35 Milliarden. Der Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz von 19 Milliarden auf 30 Milliarden. Oder Reinhold Würth, Chef der Würth Group, sein Reichtum stieg von 9,5 Milliarden auf 16 Milliarden. Diejenigen, die in dieser Pandemie sich eine goldene Nase verdient haben, schon früher extrem reich waren, sollen für diese Krise zahlen. Nicht die Kassiererin, nicht der Bauarbeiter, nicht der teilzeitbeschäftigte Student, nicht die Busfahrerin, sondern die Superreichen. Die Pandemie verlangt den Beschäftigten viel ab. Aber auch zuvor arbeiteten viele Kolleginnen und Kollegen schon am Limit. Die Anzahl der physischen, psychischen Erkrankungen und Burnouts hat in erschreckender Weise zugenommen. Viele Beschäftigte steigen aus dem Beruf aus, was für die Verbliebenen eine weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bedeutet. Dies ist ein Teufelskreis, der nur durch geeignete Maßnahmen durchbrochen werden kann. Dass Schutzausrüstungen in manchen Bereichen des Gesundheitswesens, der Alten- und Ambulantenpflege und im Krankenhaus noch immer nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, ist skandalös und abzustellen. Genauso skandalös und schon lange bekannt ist aber, dass Beschäftigte in den genannten Bereichen keine ausreichende Zeit für Patientinnen und Bewohnerinnen haben. Zur Gesundung und einem würdevollen Leben im Alter gehört eben nicht nur Grundpflege und das Anreichen von Nahrung, sondern weitaus mehr. Dazu muss entsprechende Zeit vorhanden sein. Erforderliche Arbeitsmittel müssen zur Verfügung stehen und eine ausreichende Qualifizierung der Beschäftigten erfolgen. Die Volksinitiative Gesunde Krankenhäuser NRW fordert die Landesregierung auf, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und Veränderungen auf den Weg zu bringen. Um dies durchzuführen, werden 66.000 Unterschriften benötigt, weshalb ich alle bitte, die noch nicht unterschrieben haben, dies zu machen.